Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bearride. Im letzten Part haben wir uns ja bei den Banditen gerecht, beziehungsweise wir haben einfach nur die Quest erfüllt, die wir schon so lange offen hatten, das Banditenlager auszulöschen, was wir gemacht haben. Auch mit vollem Erfolg. Und dann haben wir noch den Dorfplatz oder das Dorfhaus in Auftrag gegeben. Da sind wir gerade dabei, es zu erforschen, brauchen aber noch 3 von diesen Nägeln, die aktuell auch gerade in der Herstellung sind. Und im heutigen Part möchte ich auch auf jeden Fall noch 2 Quests in Petstore zurückgeben und gucken, dass wir eben an die Nägel kommen und dann schauen wir mal, was sonst noch so auf uns zukommt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schauen und let's go! Ein neuer Tag, ein neues Glück. Und wir schauen einmal kurz an den Forschungstisch. Das hat sich zwar nicht gereimt, aber es war nah dran. Genau, 3 Kupfernägel brauchen wir, die sind schon in Auftrag gegeben. Dann haben wir ja für die eine Quest, die wir in Petstore abgeben müssen, 2 Baumstämme und die 3 Bronzebarren. Und den Heiltrank haben wir auch im Inventar. Das heißt, ich würde jetzt einfach gar nicht lange rumtun, sondern mich einfach direkt auf den Weg jetzt nach Petstore machen. Aber ich nehme mir natürlich noch was zu essen mit für den Weg. Und sorry, Kit, darf ich bitte durch? Genau, dann gehen wir zum Reiseschild und hoffentlich kann ich jetzt auch hinreisen, ohne dass es schon wieder angegriffen wird. Das ist nämlich auch immer so eine Sache. Genau, und sonst, was haben wir sonst noch so getan? Im letzten Part waren wir dann auch noch bei dem Kräuterheini. Und haben da eben noch schnell die Quest gemacht, für die kranke Kuh Kräuter zu sammeln. Genau, das glaube ich war jetzt so alles, was im letzten Part war. Jetzt düsen wir aber mal nach Pad to the Stow. Ihr habt mir übrigens geschrieben, was dieses zu den Ruf zu den Waffen betrifft, dass ich hier die Leute auf Reservewache machen muss, damit ich den Ruf zu den Waffen machen kann. Und genau das tun wir jetzt mit den 3 auch. Und jetzt düsen wir in die City. So, da hinten läuft eigentlich unser Questziel auch schon. Da nämlich. Vielleicht bekommen wir dann, wenn wir die beiden Quests abgegeben haben, auch mal ein bisschen mehr Ansehen, sage ich jetzt mal. Damit wir auch hier die Leute rekrutieren können. So, der gute Herr, mein Gott, es leckt wieder AF, oder? Bleib mal stehen. Ja, ich habe den Trank gleich hier. Nimm den bitte. Wunderbar. Und jetzt muss ich bis zum Morgen warten, um bei Ferdinand Gobert nachzufragen. Wo ist denn der Ferdinand Gobert? Ich weiß das nicht. Aber dann lasst uns hier rein und den Großauftrag verfolgen, der auch gleich hier oben rumdüst, so wie es ausschaut. Wo bist du denn, du Guterle? Er müsste das, glaube ich, sein. Bleib mal bitte stehen. Greetings. Hallo, ich habe dir Materialien, nach denen du gefragt hast. Auf Wiedersehen. Aber jetzt hat er doch noch irgendwas, oder? Sprich mit Sambor Ogden. Das können wir auf jeden Fall machen, denke ich. Wo ist er denn? Ist er das? Ja, bleib mal bitte stehen. Bringe 8 Feld zu Sambor. Okay. Ja, das ist kein Problem. Das heißt, er braucht 8 Fell und hier müssen wir bis zum Morgen warten, um mit Ferdinand zu sprechen. Was ist denn noch hier in Petstore? Eine Hacke und eine Schaufel, die habe ich schon in Auftrag gegeben, die Restaurierung. 2 Seil, 2 Fell, 2 Baumstamm. Und das hier ist wieder in Herndien. Sprich mit Donovan Klein. Wo ist denn das? Wo ist der Gute? In Herndien auch. In Ordnung. Dann lasst uns jetzt mal nach Hause gehen. Und dann überlege ich mir, ob wir jetzt die Quest in Herndien machen. Na komm. Oder in Petstore. Wobei,
ich ehrlich sagen muss, ich kann doch einfach kurz zu dem Typen in Herndingen gehen, oder? Das wäre wahrscheinlich einfach keine schlechte Idee. Dann haben wir das nämlich erledigt. So, dann gucken wir doch einfach mal, was er jetzt uns noch so sagen wird. Komm, wir können ja mal ein bisschen schneller düsen. Und dann einmal hier so lang. Ah, ich glaube, wir waren bei dem schon mal. Als ich zu dem ersten Banditenlager dahin bin, sind wir bei dem vorbeigegangen und da mochte er uns nicht und hat nicht mit uns gesprochen. Aber jetzt, lustigerweise, dürfen wir mit ihm reden. Ich fühle mich zutiefst geehrt, Leute. Wo bist du? Komm mal her, Jung. Don't draw your weapon, pal. I am. They won't find me hiding. Thank you. I was... Erzähl mir deine Geschichte. I want to leave this place so much. Well, it's... We'll share the spoils. That's what I wanted. Räume das vom Ex-Banditen erwähnte Lager auf. Denke daran, die Flagge zu überprüfen, um es zu beanspruchen. Bringe einen Banditenschatz. Hey, cool, den habe ich doch zu Hause. Den Banditenschatz habe ich zu Hause. Ich habe gesehen, ich habe hier noch was. Und zwar müssen wir mit Emily sprechen. Und... Hallo? So. Die ist ja auch in Herndingen. Und weil wir sowieso schon da sind, düsen wir da jetzt auch noch hin. Das ist immer ein Hin und Her und Hin und Her. Aber naja, so wird uns auf jeden Fall nicht langweilig erstmal. Die Gute ist, glaube ich, wieder hier unten im Feld. Kann das sein? Emily. Wo bist du, meine Gute? Ich muss ganz, ganz dringend mit dir reden. Ich glaube, sie rennt weg. Oder? Nee, da hinten düst sie. Emily, bleib stehen. Hi. A little birdie told me Oscar wanted to... Schön, ich gehe jetzt. Okay, Quatsch, J wollte ich. Mit dem Buchhändler muss ich sprechen. Der ist wieder da oben. Auch kein Problem, machen wir. Morgen ist übrigens dann wieder Winteranfang. Aber wie gesagt, also was das Essen und so betrifft, sind wir richtig gut dabei, deswegen da habe ich überhaupt keine Bedenken. So, wo ist er denn? Der Buchhändler stand dort hinten, wo, glaube ich, auch der Gastwirt ist. Oder? Ja. Und was macht ihr zwei da? In the name of Lord Ashbourne. Der hier, ne? Ja. Du wolltest mit mir sprechen. Danke für den Tipp. Jetzt müssen wir mit Kettil sprechen, der auch hier ist. Okay. Kettil, du bist hier in dem Zelt, richtig? Jawohl. What can I do for you? Die stehen 5 Meter voneinander entfernt und können nicht miteinander reden. Kein Problem, ich laufe gern hin und her. Cool, dann haben wir das erledigt und haben ein Lehrlingsbuch bekommen. Dann haben wir nämlich da auch schon wieder eins weniger. Was haben wir denn jetzt noch in Herndingen? Petstow. Herndingen. 2x robustes Hemd. Werden wir jetzt einfach mal verfolgen. Und zurück zum Lagerdüsen. Gucken, ob vielleicht die Nägel schon fertig sind. Aber wartet mal, wieso hat er denn jetzt hat noch was für uns? Bevor ich jetzt gehe, will ich dann doch noch mal ganz kurz schauen. Kann ich dir irgendwie helfen? Nö. Okay. Ach so, ja, natürlich, weil er die 2 robusten Hemden braucht. Habe ich ja schon wieder vergessen. Also, einmal heim mit uns. Oha, und hier ist es halt schon übelst abgeholzt. Ich bin ja mal gespannt, ob man vielleicht irgendwann Bäume pflanzen kann, die nicht abholzen.
Weil irgendwie, wenn das hier so leer ist, dann sieht es irgendwie auch doof aus. Naja, was soll's. Also, ich wollte mal nachschauen, ob wir zwei robuste Hemden vielleicht schon herstellen können. Nein, muss ich also erforschen. Das ist kein Problem. Dann suchen wir uns was anderes. 8x Fell. Braucht der Gute. Haben wir 8x Fell. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Fell. Stand es da jetzt mit dabei? Nö. Haben wir 8x Fell. Wir haben 17x Fell. Brief mit Auftrag und... Wo war die Schatztruhe nochmal? Die darf ich nicht vergessen. Hier. Das ist der Gegenstand, den wir brauchen. Jetzt lass mich mal überlegen, wie es am schlauesten ist. Den Banditenschatz müssen wir auf jeden Fall zurückbringen. Und eben diese zwei robusten Hemden. Das würde ich halt gerne machen. Ehrlich gesagt, das kann auf jeden Fall mal weg. Und der Knofi auch. Und die beiden Bücher selbstverständlich auch. Beziehungsweise, Oleg, kannst du vielleicht irgendwas davon lesen? Zweihand. Ja, komm, lies halt Zweihand. Haben wir, glaube ich, sowieso nochmal. Dann kann das hier weg. In Ordnung. Wie sieht es denn aus jetzt mit den Nägeln? Macht irgendwie keiner. Prioritätsstufe 1. Let's go. Und was ist hier? Sind die schon fertig? Nee, schade. Gucken wir mal, ob wir das robuste Hemd... Ja, hier ist es. Riemen braucht es wieder. Ach Mensch. Ich habe, glaube ich, keine Riemen mehr. Das habe ich alles jetzt fürs Ding hierher gegeben. Riemen, Riemen, Riemen. Keine Riemen. Müssen wir vielleicht doch nochmal ein Lager überfallen. Wie sieht es eigentlich mit unserem Feld hier hinten aus? Hat sich da irgendwas getan? Oh ja. Jäten kann ich. Was ist, wenn ich jäte? Sie macht irgendwie nichts, oder? Doch. Hä? Ach so. Ah, hier ist auf jeden Fall schon handfertig. Das können wir mal mitnehmen. Nimm ein Hanfsamen und 7 Hanf. Hey, cool. Das ist witzig. Bringen wir das schnell ins Lager. Das wird übrigens auch angezeigt, sehe ich da. Oder ist es einfach nur das Ding... Hä, wieso tut es denn jetzt da runter? Es muss doch hier rein. Ist gar kein Platz. Stimmt, 400 von 400. Oh wow, dann brauchen wir auf jeden Fall ein neues Lager. Lager, Lager. Ja, dann bauen wir halt noch eins und stellen es einfach dahin. So sieht es nämlich aus. Was braucht denn das Lager nochmal? Baumstämme. Die habe ich abgelegt, richtig? Ja. Gib mir mal Baumstämme. Ach, 5 Stück gleich. Ja, er nimmt sich schon, dann nehme ich jetzt auch noch 2. Holz braucht bestimmt auch eine Menge. Nur noch Flachs. Schauen wir mal, wer schneller ist. Flachs, 1, 2, 3, 4, 5. Haha, Kit. Ich war schneller. Du kannst es bauen, wenn du magst. So. Bitteschön. Was ist hier? Kupferbarren? Jetzt passt aber wieder was rein. Genau, so schaut es nämlich aus. Cool. Leute, wie sieht es mit den Nägeln aus? Aha, er ist schon dran. So wie es ausschaut.
Oh, wir haben ja schon 5 Kupfernägel. Aber ich glaube, wir brauchen nur 3. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Ich habe doch genau gesehen, dass es weniger geworden ist. Was habe ich denn schon wieder gemacht? Hä? Wo ist es jetzt? Leute? Wo sind... Ach, hier unten. Ja, mein Gott. Ey, warum schiebt er das auch da rein? Sag mal. 1, 2, 3. Geil, wir können die Dorfhalle erforschen. So, die 2 da rein. Und er macht, glaube ich, die Spitzhacke jetzt gerade. Oder die sind schon fertig. Spitzhacke und... Nee, Hake und... Was war das andere denn jetzt? Schaufel. Hake. Und wo ist die Schaufel? Hat die sich irgendwer von euch gegrabbelt? Könnte fast sein, oder? Holzfällerlager. Oder sie steckt hier drin? Ja. Ah. Schaufel. Jetzt weiß ich nicht, die darf, glaube ich, nicht kaputt sein, oder? Hast du noch eine Hake? Irgendwer muss eine ganze Hake haben. Nee. Dorfhalle. Du hast eine Technologiestufe freigeschaltet. Jetzt will ich aber erstmal schauen, was ich brauche, um die Hake zu reparieren. Kupferbarren und 4 Holz. Kupferbarren und 4 Holz. 1, 2, 3, 4. Und jetzt ist es schon wieder da unten. Also das ist ein bisschen doof. Reparieren wir die kurz. Sehr schön. Und dann... Dorfhalle. Jetzt will ich mal schauen, wie groß die ist. Pohoho. Ist gar nicht klein. Wo passt die denn am besten hin? Die Dorfhalle. Die stellen wir jetzt dahin. Benenne die Siedlung. Wie heißt denn unsere Siedlung, Leute? Wir nennen sie Bronx. Warum auch immer Bronx? Einfach, weil ich es kann. Also, falls man den Namen noch ändern kann und ihr einen besseren Vorschlag habt, dann lasst es mich mal wissen. Kupfernägel. Brauchen wir eine ganze Menge, deswegen. Mach mal bitte 20 Stück davon. Dann habe ich gesehen, brauchen wir Stroh. Und was war jetzt das andere, was wir gebraucht haben? Ach... Genau, Holzbretter. Das heißt, wir müssen jetzt das Grubenholz erst einmal erforschen. Was braucht denn das? Zinnerz, Kupfererz und 3 Baumstämme. Ja, locker. Locker, locker. Das nehme ich gleich mal mit. Nicht, dass es für irgendwas anderes verwendet wird. Und ich packe es dann mal gleich da rein. Jetzt ist es natürlich wieder hier unten drin. Kupfererz auch, schade. Das haben wir jetzt aber, glaube ich, gerade nicht, oder? Kupferli? Doch, hier. Oh no. Das ist recht günstig, würde ich mal sagen. Genau, Lubomir, dann erforschst du mal das hier kurz. Jetzt wird es eh schon wieder dunkel. Und dann, wie kann man denn Heu machen? Ich muss mal gucken. Vielleicht schauen wir dann auch im nächsten Part mal zu dieser Mühle hier hin.
Weizenfelder, da muss es doch bestimmt irgendwo Heu geben. Ich hoffe natürlich, dass hier dann keiner ist, der mir auf den Sack geht. Naja. Was haben wir denn jetzt nochmal alles für Bücher? Beweglichkeit, Handwerk, Ernten, Arbeiter, Forschung, Zweihandwaffen und Zweihandwaffen. Ich nehme die beiden mal mit. Also Oleg, habe ich das ja schon gelernt, Lubomir. Mach mal Zweihand. Und du auch Zweihand. Sehr schön. Haben wir den Mischeimer schon gebaut? Ja, ne? Zaun. Ah, hier ist die Hake. Oder Hacke, besser gesagt. Ach so, stimmt. Auf dem Waffenständer. Alles klar. Wisst ihr was, Leute? Ich denke, ich gehe mal kurz ins Bett. Oh, es geht noch nicht. Schade. Wahrscheinlich geht es um 8. Haben wir denn noch Platz im Inventar, um irgendwas mitzunehmen? Also dafür haben wir wahrscheinlich keinen Platz mehr. Mit dem müssen wir reden. Das machen wir dann sowieso. Eine Hacke und eine Schaufel sowieso. Zwei Seil, zwei Fell und zwei Baumstämme. Ich glaube, das kriege ich nicht zusammen in dem Inventar. Das Hemd haben wir noch nicht. Und den Banditenschatz müssen wir noch loswerden. So, kann ich jetzt pennen? Ja, super. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Oh, amen. Was ist das? Achso, das Bergbaulager. Können wir denn jetzt eigentlich zu dem Typen gehen, mit dem wir reden sollen? Ja. Dann werden wir uns mal ausrüsten mit ein bisschen Mampf. Oder beziehungsweise einfach mal essen. Und einmal zum Reiseschild mit uns. Geben wir das jetzt alles ab? Oh, ein Schmetterling. Oh, ein Schmetterling. Gucken wir mal, wo sich der gute... Was? Ich bin hier immer noch ein Fremder? 0 von 100? Aber ich habe doch jetzt auch schon einiges gemacht für die Leute hier. Warum bin ich ein Fremder? Naja, was soll's. Come closer. Nein, möchte ich nicht. Was ist das hier? Ist das auch ein Plumpsklo? Haha, geil. Schade, ich bin leider zu klein, sonst könnte ich da creepy reinschauen, wenn da jemand beim Kacken hockt. Der Typi ist hier oben, oder wie? Ja. Hi, Ferdinand. Was verdünne die Wolfspopulation? Wo denn? Pläne habe ich keine. Dann machen wir das jetzt mit der Hacke und der Schaufel. Da ist der Typ da unten. We are keeping the peace here, in the name of Lord Ashbourne. Ja, ich bin ja auch für Frieden und so. Come closer. Keep going. Das müsste er sein. Greetings. I'm sorry, but I don't have any. Oh, Quatsch. The guards beat me badly. Nö. Aber warte mal, hat der vielleicht... Na. It's a long story of old... Hö? Noch weiter nach da, aber... Zu Sambor, das war doch Sambor. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Sambor. Was du erfragt hast. Jetzt. Nehmen wir Landwirtschaft. Du bist jetzt ein Mitarbeiter von Padstow. Jup, jup. Kann ich jetzt die Leute hier fragen, ob sie mir folgen? Kann ich, ja. Zumindest den.
It's not often that a stranger comes here. Eliza? Do you need assistance? Morning, friend. Mind the mud on the path. Ich brauche einen richtig guten. Guck mal, ich habe 1636 Punkte. Da wird doch jetzt wohl jemand dabei sein. Für die habe ich nicht genug Ansehen. Was ist denn mit ihr? Achso, die ist die Zimmermann. Dorf ist nicht bereit. Ah. Okay, Leute, wir sammeln noch. Okay. Okay, die Restaurierung. Hatten wir denn noch irgendwas? Ja, den Banditenschatz. Den bringen wir jetzt noch schnell zurück und unser Grubenholz ist fertig erforscht. Sehr schön. Did you find the treasure? Yes, I betrayed them, but Mist, ich habe wieder falsch geklickt. Ja, hier ist er. Finally, I can leave this place after all. Oh, 250 Münzen. Coole Sache. Haben wir das auch erledigt. Gut, Leute, aber ich denke mal, dann würde ich den Part an der Stelle auch wieder beenden. Danke euch fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, den Abo-Button zu klicken, um keine Uploads mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann, Leute. Bye.